als nächster zu Wort gemeldet. Nächster Redner, Werner Kogler, er ist Finanzsprecher der Grünen. Sie sind am Wort. Pardon. Bruno Grossmann von den Grünen ist das nächste am Wort. So, danke, Frau Präsidentin, Herr Finanzminister, Hohes Haus. Ja, Themenwechsel zu den Doppelbesteuerungsabkommen, denen werden wir zustimmen. Aber einige Worte erlauben Sie mir auch zu den Änderungen der Abkommen mit Liechtenstein und der Schweiz. Wir erinnern uns mit Frau Finanzministerin Vector, sie ist ja nicht hier, dass diese sich über Jahre hinweg geweigert hat, den automatischen Informationsaustausch im Zusammenhang mit der Zinsenrichtlinie anzuerkennen. Sie hat gekämpft wie eine Löwin, das hat ja auch den Titel Jeanne d'Arc aus dem Süden eingetragen, Süddeutsche Zeitung. Unterstützt wurde sie dabei vom ehemaligen Bundeskanzler Faymann, der die Oma vorgeschoben hat und das Sparbuch der Oma, obwohl das Sparbuch der Oma mit dem überhaupt nichts zu tun hatte, sei es drum. Schließlich und endlich wurde ein Abkommen mit Liechtenstein und der Schweiz beschlossen und damit gleichzeitig auch eine anonyme Pauschalbesteuerung für Steuerflüchtlinge. Wir haben das nie verstanden und jeder Steuerehrliche, dem sind ja die Haare zu Berge gestanden. Gleichzeitig hat man damit natürlich auch europäische Lösungen verhindert. Und unter dem Druck der Europäischen Union, der OECD und vielen anderen Staaten hat Österreich endlich einlenken müssen, nimmt am informatischen Informationsaustausch ab 2018 erstmals teil. Wir haben ja diesem in der Tat bei den Verhandlungen über die Änderung des Bankgeheimnisses im vergangenen Jahr auch zugestimmt. Damit könnte man meinen, sind die beiden Steuerabkommen mit Liechtenstein und mit der Schweiz obsolet und könnten aufgehoben werden. Das ist aber keineswegs so. Kommen wir zu Liechtenstein. Die Änderung sieht vor, dass das Abkommen für am 31.12.2016 bestehende Vermögensstruktur nicht angewendet wird, da die bestehende anonyme Pauschalbesteuerung eine gleichwertige, missbrauchsresistente Maßnahme darstelle. Also dafür fehlt mir ehrlich gesagt das Verständnis, denn das führt ja letztendlich dazu, dass die geringe Pauschalbesteuerung mit Liechtenstein weiterhin eine Ungleichbehandlung mit österreichischen Steuerpflichtigen nach sich zieht. Und dagegen sind wir natürlich sehr, weil das ist ein Schlag ins Gesicht der Steuerehrlichen. Im Ausschuss, Herr Finanzminister, konnten Sie unsere Zweifel diesbezüglich nicht entkräften. Zum Abkommen mit der Schweiz. Auch da sollte man meinen, das könnte aufgehoben werden, ersatzlos. Aber die ganze Sache, und das ist ja in der Tat auch so, es wird ja auch aufgehoben, aber es gibt einen Haken dabei. Denn es gibt eine Kernbestimmung, die besagt, dass über alle im Abkommen als vertraulich bezeichnete Sachverhalte stillschweigend bewahrt wird und dass alle Rechtsverhältnisse, die durch das Abkommen entstanden sind, auch weiterhin Gültigkeit haben. Aber das läuft darauf hinaus, dass vergangene Fälle von Steuerflucht nicht mehr zurückverfolgt werden können. Damit leistet man sozusagen jenen, die damals in die Steuerflucht gegangen sind, Vorschub und ermöglicht ihnen weiterhin sich der Steuerzahlung zu entziehen. Steuerflucht und Steuergerechtigkeit vertragen sich nicht miteinander, das ist ganz klar. Und das muss abgestellt werden in jeder Hinsicht, denn eines gilt ja nach wie vor: Die wirklich teuren Flüchtlinge sind ja nach wie vor die Steuerflüchtlinge. Vielen Dank. So, Bruno Rossmann, Budgetsprecher der Grünen, zu den neuen internationalen Steuerabkommen. Er ortet unter anderem eine Ungleichbehandlung österreichischer Steuerzahler.